Gero, was reizt dich am Thema Horrorfilm? Das ist, ja, da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Also das Thema Horror ist für mich persönlich schon immer von klein auf gewesen. Also 11, 12, sage ich mal. Auch was Musik betrifft, das war immer schon alles, was ein bisschen böser ist, ein bisschen düster war, das hat mich schon immer angezogen. Also es war schon immer meins. Und ja, hat angefangen mit Action, Science Fiction. Irgendwann kam der Horrorfilm dazu und gewisse Filme waren dann halt ausschlaggebend, wo ich dann gesagt habe, ja, das ist cool und irgendwann will ich das vielleicht auch mal selbst machen. Also. Was mich reizt an Horrorfilmen ist, ja, ich glaube, das liegt einfach in meiner Natur. Ich bin ein Mensch, der das Übersinnliche sehr gerne mag. Ich mag Actionproduktion und ich verkörper halt auch gerne Rollen, die halt nicht alltäglich sind. Gerade solche Geistersachen oder Exorzist, das ist halt das, was ich liebe. Erinnerst du dich noch an deinen allerersten Horrorfilm, den du gesehen hast? Vielleicht als Kind schon? Den allerersten, das schwer zu sagen. Also, ich glaube, das war irgendein Werwolf-Film. Den habe ich jetzt aber heute gar nicht mehr so auf dem Plan. Ich hatte damals tierische Angst vor Werwölfen, das weiß ich noch. Also, wo ich richtig klein war, 6 oder 7, ich habe keine Ahnung. Aber was jetzt direkt mein erster gewesen ist, das kann ich jetzt heute nicht mehr sagen. Also, ich kann diverse Titel nennen, die mich jetzt quasi für heute zum Beispiel inspiriert haben oder so. Aber mein allererster Horrorfilm, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Das war Friedhof der Kuscheltiere. Und der war super. Also es war wirklich der erste Film und ich glaube, da war ich, oh, ich weiß gar nicht, 6 Jahre oder so. Ja, ich weiß, dass ich dann abends noch im Bett lag und fürchterliche Angst hatte. Aber das war dann so die Leidenschaft, die ich entwickelt hatte. Und jedes Mal, wenn meine Eltern nicht zu Hause waren, war ich natürlich die Erste, die vorm Fernsehen saß und krampfhaft die Fernsehzeitung durchstöberte nach irgendwelchen Horrorfilmen, ja. Und ja, ist halt wie gesagt eine große Leidenschaft von mir. Und wenn du jetzt aufs Thema Horror insgesamt guckst, irgendwie ein bestimmtes Subgenre, was du bevorzugst oder was sind deine Lieblingsfilme, wenn du so ein paar nennst? Also ich habe mich ein paar Jahre sehr intensiv mit der Slasher-Schiene beschäftigt. So Michael Myers, Freitag der 13., die ganzen Halloween-Teile halt. Und ja, ich habe auch fast alle auf DVD, Freddy Krüger oder wie sie alle heißen. Also das war so die Sparte, die mir echt gefallen hat, obwohl das vom Prinzip ja immer die gleichen Filme sind. So, die sind immer gleich aufgebaut, bis auf die Freddy-Teile vielleicht, die so ein bisschen abwechslungsreicher noch sind. Aber das Subgenre, sage ich mal, aus dem Horrorbereich, das hat mich schon sehr beeindruckt. So mit 16, 17, sage ich mal, das war so der Boom für mich damals. Ja, also so auf Geistersachen, sowas Übernatürliches. Mein Lieblingsfilm ist zum Beispiel Exorzist. Eigentlich fast alle Varianten, die es gab davon. Also ich mag die alle. Ich bin aber auch Hills Have Eyes, ja, finde ich super. Oder auch die 13 Geister. Ist vielleicht nicht gar nicht so gruselig, aber ja, ich fand es toll gemacht. Das sind so Sachen, ja, dafür lebe ich. Das wäre genau das Ding, was ich gerne spielen würde. Und Also mehr wirklich der klassische Grusel. Also weniger jetzt diese Gore-Geschichten, sondern eher so, ich sag mal, sowas, was jetzt, wenn man an moderne Filme denkt, so Richtung Conjuring oder sowas geht. das ist auch super. Das würde ich auch spielen, also. Ja, also was ich halt nicht so mag in Horrorfilmen ist, und das ist gerade in Deutschland, finde ich jetzt zurzeit sehr verbreitet, dass man halt krampfhaft irgendwelche Frauen mit reinnimmt, die halt die Brüste zeigen. Oder dass man denkt, man braucht jetzt Sexszenen in dem Film, was meiner Meinung nach nichts mehr mit Horror zu tun hat. Und ich finde, das, was Gero zum Beispiel produziert oder was wir jetzt vorhaben zu drehen, ist halt genau das, wo ich meine, da kommt sowas nicht vor. Es hat eine tolle Story. Der Film hat Charakter von Anfang bis Ende. Es ist eine super Produktion und da war ich natürlich sofort für zu haben. Ja. Und beim Thema Slasher, ich habe irgendwo gelesen, dass jetzt Feed the Reapers eben auch Slasher-Elemente beinhalten wird. Ja. Aber bevor wir es da vertiefen, erzähl doch mal, wie kam es denn dazu? Wie kam es zum Drehbuch? Wie ist die ganze Sache ins Rollen gekommen? Letztendlich nach Jennas Love Story, also mein erster Kurzfilm, den es jetzt nicht im Internet gibt, war mir klar,
ich muss das noch ein bisschen eine Stufe höher machen, ich muss das noch alles besser machen. Ich habe aus dem Projekt sehr viel gelernt, sehr viel Fehler gemacht auch, und die ich jetzt bei diesem Projekt nicht mache. Und ich habe damals schon mit Susan geschrieben, wo ich halt diese Geschichte schon geschrieben hatte, beziehungsweise ich war dabei beim Schreiben, und sie sagte, ja, wenn das Ding fertig ist, schick mir mal zu. Und das habe ich dann auch gemacht, und dann haben wir telefoniert, und ja, also sie fand das Ding schon gut. Also das hat mich auch selbst motiviert, daran weiterzuarbeiten und das auch anderen Leuten zu schicken. Und ja. Das heißt, Susan kam also schon relativ früh an Bord? Eigentlich von Anfang an war sie so mit eingeplant. Ich habe die Rolle, im Grunde hat sie eigentlich eine andere Rolle. Es gibt zwei Hauptdarstellerinnen in dem Film, und sie war eigentlich vorgesehen für die andere Hauptdarstellerin, und Hauptdarstellerin nicht. Das ist eine große Nebenrolle, sag ich mal so. Ich hatte mich damals bei Gero beworben für ein Musikvideo. Und Gero meinte dann, ach nein, das Material ist viel zu gut von dir, und das ist, glaube ich, nicht deine Kragenweite, aber ich will einen Film produzieren, und da würde ich dich gerne mit reinnehmen. Und ich dachte, super. Dann hat er mir das Drehbuch geschickt, ich habe mir das durchgelesen, und ich war eigentlich für die Schwesterrolle erst vorgesehen, für die Nancy. Aber irgendwie ist dann die andere Darstellerin, für die Kim, ich glaube, die ist abgesprungen, und Gero meinte dann, ich passe sowieso besser auf die Kim. Aber letztendlich haben wir uns dann bei ihr für die Hauptrolle entschieden, weil sie das eben, ich sag mal, es gibt gewisse Stunts und sowas in diesem Film, und die kann halt nicht jeder, und ich weiß halt, dass sie, was sowas betrifft, ganz gut dabei ist und das auch umsetzen kann. Deswegen war klar, dass sie diese Rolle, wenn sie sie haben möchte, auch kriegt, und das ist dann so gewesen. Also sie war von Anfang an dabei, Susan. Hast du dich in irgendeiner Form auf diese Rolle vorbereitet? Eigentlich tue ich das nicht wirklich für meine Rollen. Ich lese die mir durch, ich habe auch gleich ein Bild. Wenn ich mein Drehbuch lese, weiß ich, wie die Szenen auszusehen haben. Aber jetzt bei diesem Film übernehme ich ja doch schon einige Szenen, die nicht ohne sind. Das heißt, ich muss mich schon ein bisschen warm machen. Ich dehne mich. Das ist so das Wichtigste, dass man sich nicht verletzt bei solchen Drehs, aber direkt vorbereiten. Nee, ich lerne meinen Text. Ich identifiziere mich mit dieser Kim. Also ich habe Bezug zu ihr. Ich würde sagen, dass sie so ein bisschen wie ich auch ist, oder ich bin ein bisschen wie sie. Und von daher lasse ich mache das eigentlich relativ spontan. Ich bin am Set. Ich brauche das Set auch. Das ist ganz wichtig. Ich bin immer keiner, der auch so Castings mag in so einem weißen Raum und jetzt spiel mal. Furchtbar. Also ich mag wirklich, wenn das aufgebaut ist, wenn die Atmosphäre stattfindet und wenn man das dann spürt. Man muss das fühlen, und dann spielt man sich sowieso ein. Man lebt dann diese Figur, ja. Nach dem, was du jetzt gesagt hast, also es wird schon physisch, also das ist gute Action gibt, weil ich kenne ja im Gegensatz zu dir das Drehbuch noch nicht. Und Barry, der den Danny spielt, der war auch von Anfang an eingeplant. Die Rolle ist ihm auch quasi auf den Leib geschnitten, also er muss da nicht großartig viel machen. Er ist halt so, wie er ist, und hat dann noch seine speziellen Elemente von Danny noch dabei. Ja, die beiden waren von Anfang an dabei. Also das war schon immer klar, dass die irgendwie mitwirken. Mhm. Ja. Die Rolle, die du spielst, also Kim als Charakter, was kannst du zu ihr erzählen? Was ist das für eine Frau? Also ein junges Mädchen auf alle Fälle. Sie ist tough. Sie ist abenteuerlustig. Sie will das Leben genießen. Frech. Ja, sie sagt, wie es lang geht. Und ja, ich würde sagen, es ist eine Powerfrau. Also ein Mädchen, was weiß, ja, was einfach weiß, wo es lang geht und was es haben möchte. Mhm. Das zeigt es auch. Was hat dich an dem Drehbuch und eben an dieser Rolle gereizt? Ja, das Drehbuch generell, als ich das gelesen habe. Wie gesagt, mir hat schon mal gut gefallen, dass keine Sexszenen drinne vorkamen und keine Nacktszenen, was ich immer sehr schätze. Dass halt wirklich das Drehbuch Charakter hat, wie ich das schon vorhin gesagt habe. Es hat einen tollen Anfang, es hat einen Hauptteil und es hat ein super schönes Ende. Dieser Film ist halt auch nicht so weit, oder diese Idee ist nicht weit irgendwo dahergegriffen. Das könnte wirklich in der Realität spielen, und es ist nicht so abwegig. Und dieses Drehbuch ist wirklich gut geschrieben, und also mir hat es super gefallen gehabt. Ich hatte gar nicht lange überlegt, ich habe mir das durchgelesen, habe ihm gesagt, zack,
das Ding ist gut, ich bin dabei und helfe dir und unterstütze dich bei allem, was du halt brauchst. Das Drehbuch hast du mit jemandem zusammengeschrieben? Das Drehbuch an sich hat Robert geschrieben. Also ich habe die Originalgeschichte quasi verfasst und er hat diese Geschichte genommen und in ein Drehbuchformat umlektoriert und auch ein, zwei Änderungen vorgenommen, aber Änderungen, die gut sind, die für das Projekt auf jeden Fall gut waren. Und worum geht's in der Geschichte, wenn du mal kurz die Sache zusammenfasst? Also ohne uns zu spoilern natürlich. Ja, das ist immer schwer, weil den eigentlichen Plot versuche ich immer zu vermeiden. Also eigentlich geht es um das Pärchen, was ein typisches Gruselhaus besucht, was man ja schon aus zig anderen Filmen kennt, aber ganz schnell wird dann klar, dass sich auch mit dem Haus, dass da etwas nicht stimmt, dass da eventuell Geisterentscheidungen oder was auch immer sich quasi befinden. Und neben dieser Geschichte läuft parallel mit den gleichen Charakteren noch eine andere Geschichte ab. Und am Ende des Films treffen die sich quasi beide. Und es ist ein bisschen verzwickt erzählt, man muss ein bisschen nachdenken, aber letztendlich kapiert man denn, worum es eigentlich geht. Erst im letzten Drittel des Films, sag ich mal. Man versucht immer die ganze Zeit herauszufinden, worum geht's jetzt eigentlich, und dann irgendwann, ah, okay, gut. Also, dass es nicht eben eine 0815 Slasher-Geschichte ist, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, sondern also ein Film wirklich mit einem Twist und auch eben unter Verwendung verschiedener Genre-Elemente, wenn man so will. Weil es klingt ja ein bisschen nach, also Slasher hattest du schon erwähnt, und ich weiß ja auch, dass der Matthias dabei ist als Darsteller, der ja auf so die Rolle mehr oder weniger ein Stückchen festgelegt ist. Genau, er wird die Rolle des Killers in dem Film quasi übernehmen. Ist eine sehr tragende Rolle, so auch. Ich versuche mal nicht ganz so viel zu verraten, aber es ist schon eine sehr tragende Rolle, die auch mit der Realität, die in diesem Film quasi auch drin vorkommt, in direkter Verbindung steht. So wie auf psychischer Ebene, wie auch auf physischer Ebene. Das ist ein bisschen kompliziert, also, aber ja, im Grunde spielt er den Killer und ja. Kannst du mir was sagen noch zu den anderen Protagonisten in der Geschichte, also deine Mitspieler? Also die Annika Grobau, die kenne ich nicht wirklich. Die habe ich auch leider noch nicht kennengelernt. Den Barry, der jetzt den Danny spielt, ist ein netter junger Mann, ist auch unterwegs im Schauspiel. War jetzt, glaube ich, mit einer Theatergruppe unterwegs. Ich glaube, der kann die Rolle ganz gut verkörpern. Das ist auch so ein ruhiger und so ein gelassener und halt ein passender Gegenpart zu mir und zu meiner Rolle. Es gibt einmal Barry. Also er nennt sich Barry die Fellow. Das ist, glaube ich, sein Künstlername. Und eigentlich heißt er Daniel Brach. Gelernter Schauspieler. Hat bei meinem ersten Film auch mitgespielt. Allerdings eine Rolle ohne Text. Also da hat er den Killer gespielt. Und deswegen habe ich bei dem Projekt, habe ich zu ihm gesagt, für das nächste Ding möchte ich ihn gerne dabei haben, und aber diesmal mit einer Rolle mit mehr Text. Wir kennen uns schon ewig, so vom Musikmachen auch. Er ist auch mit Bands unterwegs gewesen, genauso wie ich. Und daher kennt man sich schon ein paar Jahre, und er freut sich tierisch drauf und ist auch noch recht junger Schauspieler. Ich glaube, seit einem Jahr oder so ist er ausgelernt. Und ja, also der ist dabei, er spielt den Danny. Dann gibt es noch die Annika Grobau, die hat mit ihm zusammengelernt, und über ihn quasi hat sie sich einfach bei mir beworben, und ich habe mir das angeguckt und wir haben uns getroffen, unterhalten, und passt perfekt. Also die Frau passt perfekt in die Rolle der Nancy, und ich freue mich auch sehr auf die beiden, wenn die zusammenspielen, weil die kennen sich halt auch schon. Das muss im Film, muss das harmonieren, und das passt auf jeden Fall mit den beiden. Dann noch diesen Moloch, der Matthias. Den kenne ich nur bei Facebook, habe ich auch leider noch nicht persönlich kennengelernt, aber das wird sich ja jetzt ergeben, wenn wir zusammen drehen. Man wächst ja da wirklich zusammen wie eine Familie, und ja, und Gero halt und Special Artist, diese Leute habe ich halt kennengelernt. Und dann gibt es den Arzt ja noch, oder? Den Arzt gibt es auch noch. Der ist jetzt, den Arzt zu finden, das war etwas schwierig, muss ich dazu sagen. Lag vielleicht daran, weil das eine Rolle war, die jetzt nicht unbedingt einfach ist. Sehr viel Text, sehr viel, er muss sehr viel Sachen erklären, auch teilweise ein bisschen medizinische Sachen. Und es kann sein, dass deswegen einige Darsteller gesagt haben, nee, ich mach das nicht. Letztendlich ist es jetzt der Ricardo Coppe. Auch ein recht junger Darsteller noch, er ist, glaube ich, 35. Der hat auch in, ich glaube, in Genrefilmen hat er noch nicht mitgespielt,
aber in Männerherzen zum Beispiel, das ist ein Kinofilm gewesen, da hat er eine Nebenrolle gehabt und macht viel Theater. Und er freut sich tierisch auf das Projekt, weil das eine Rolle ist, die ihn auch, glaube ich, sehr fordert. Und er sagte so gleich am Telefon, ja, klingt so ein bisschen nach Stephen King damals, finde ich auf jeden Fall cool, hat er gesagt. Und ja, und jetzt sind wir gerade am Schreiben und am Besprechen der Rolle. Und er ist gerade total in der Vorbereitung, weil er auch recht kurzfristig noch dazugekommen ist. Wie hoch ist denn der, wenn man jetzt hört Slasher und so, dann denkt man natürlich immer auch an bestimmte Filme, wie hoch ist der Gore-Faktor? Jetzt blutig, oder? Es gibt schon ein, zwei Szenen, die sind recht doll. Es sind nicht viele Szenen, die gorig sind, sag ich mal. Aber trotzdem, wenn dann irgendwas passiert, dann ist es schon ordentlich. Also. Und wirken dann entsprechend so nachhaltiger wahrscheinlich. Ja, genau. Also vor allen Dingen kommen sie überraschend. Das ist mir auch wichtig gewesen, dass man nicht weiß, aha, da hinten steht er, gleich geht's los. Sondern die kommen dann, wenn man es nicht erwartet. Sag vielleicht kurz was zu den Effekten. Alles handgemacht, oder? Ja. Wir haben auch ein paar Creature-Effekte drin von Tim Scheidig, der ja professioneller Maskenbildner ist. Und der hat mich durch einen Zufall übrigens auch angeschrieben. Er wollte eigentlich jemand anders anschreiben. Und er hat mir dann quasi eine Anfrage gestellt. Wie sieht's aus? Braucht ihr noch Effekte? Ich so, ja, natürlich. Und dann sind wir so ins Gespräch gekommen, eigentlich durch einen blöden Zufall. Und dann ja, haben wir einen Deal gemacht und jetzt kreiert er quasi Creature-Effekte für diesen Film. Und ich bin sehr gespannt, was der Mann draus macht. Du hattest vorhin auch schon das Haus erwähnt, dieses Spooky House. Ja. Kannst du da was zu sagen und zu dieser Location und zu anderen Locations? Also ihr dreht wahrscheinlich primär on Location oder habt ihr irgendwie auch mehr oder weniger studiomäßig was gemacht? Also es gibt dieses Haus, es gibt auch zwei verschiedene Häuser. Also letztendlich wird das der Zuschauer nachher nicht mehr auseinanderhalten können, was jetzt das richtige Haus ist oder ob es jetzt von außen das Haus ist und von innen ein anderes. Man muss halt ein bisschen tricksen beim Film. Glaube ich. Und das ist eine Location, also eine, ja, dieses Haus quasi von innen wie von außen. Und dann gibt es eine Location, die wir extra hergerichtet haben. Das ist quasi so eine Art Theaterset. Das ist so labormäßig eingerichtet für einen Arzt, weil es gibt halt in dieser Geschichte auch einen Arzt. Und dann gibt es natürlich eine Bar, also eine richtige Bar, die kann man auch besuchen. Also die existiert und die haben uns quasi diesen Drehort zur Verfügung gestellt, was auch eine coole Sache ist auf jeden Fall. Und Außenaufnahmen gibt es dann auch noch welche. Also insgesamt 3 oder 4 Locations und das wechselt halt immer so, dass es nicht langweilig wird. Es geht jetzt am 10. los oder 10. Juni? Also soweit ich weiß, ich habe jetzt noch keinen genauen Drehplan bekommen. Geplant war ab dem 10. 6. Ich weiß nicht, ob die Annika und der Barry halt vor mir anfangen zu drehen. Das kann ich halt noch nicht direkt sagen. Also ich denke mal um den 10.6. rum wird das dann starten mit den Dreharbeiten. Wie viele Tage, Drehtage sind veranschlagt? Also das weiß ich gar nicht. Das ist auch immer schlecht einzuschätzen, weil das ja eine Privatproduktion ist. Bei Kinoproduktion ist das alles geregelt, aber man weiß nicht, kommt hier mal was dazwischen, wird ein Schauspieler krank, verletzt sich einer, fällt eine Kamera aus und. Und von daher, also ich denke mir mal, 10 Tage werden bestimmt angesetzt sein. Und wie gesagt, wenn sich noch was ergeben sollte für Nachsynchronisieren oder dass man vielleicht nochmal eine besondere Einstellung hat, dann zieht sich das natürlich ein bisschen. Du hast vorhin auch schon die Musik erwähnt und dass du selber Musiker bist. Das heißt, der Score kommt auch von dir oder von deiner Band oder wie wird das aussehen? Beides. Also ich habe halt eine Band, wo ich Schlagzeug spiele, 2 Stück sogar. Und dann habe ich noch ein Studioprojekt, wo ich neben Schlagzeug auch noch Gesang und Keyboard, Elektronik und sowas mache. Und das ist natürlich so ein Netzwerk von Musikern. Wir kennen uns alle, sind alle befreundet und wir setzen uns dann zusammen hin und machen dann den Score des Films quasi. Es gibt noch andere Musiker, die Musik beisteuern und auch extra komponieren für den Film. Also musikalisch ist da schon einiges drin. Und ich glaube, der Soundtrack, der wird auch ziemlich cool. Also sehr atmosphärisch, sehr viel Industrial auch und Rock, Metal, alles irgendwie. Ich glaube, das passt sehr gut zu dem Bild, was wir da drehen. Jetzt ist es ja so, dass Filme machen eben auch Geld kostet. Auf jeden Fall, das kostet Geld, ja. Und ihr versucht den Film eben über Crowdfunding zu finanzieren. Alle, die da noch nichts von gehört haben, was ist Crowdfunding? Was hat man darunter zu verstehen?
Crowdfunding ist, im Grunde sind das Internetseiten. Es gibt verschiedene Anbieter. Da kann man sich halt vorstellen, je nachdem, ob man Musiker ist, ob man Filme macht oder einen eigenen Laden aufmacht. Man kann über diese Seiten quasi Spenden entgegennehmen und dieses Projekt fördern lassen. Man muss natürlich die Leute überzeugen, dass das, was man macht, dass das gut ist und dass es förderungswürdig ist. Als Beispiel kann man sich ein Limit von 2.000 Euro nehmen. Und wenn die Spenden dann die 2.000 Euro Linie erlangen, dann kriegt man das Geld ausgezahlt. Aber man muss es halt erreichen. Es reicht jetzt nichts, wenn man 2.000 Euro als Ziel gesetzt hat und kriegt nur 1.500, dann kriegt man das Geld halt nicht. So ist der Deal mit der Seite halt. Ne? Und jeder, der spendet und wenn das Ziel nicht erreicht wird, der kriegt auch sein Geld wieder. Also man kann eigentlich nicht viel falsch machen. Es ist jetzt nicht, dass das Geld dann weg ist oder so oder an die Seite geht. Ja. Die Leute, die jetzt was spenden, haben die da noch was von, außer dem guten Gefühl, einen Film unterstützt zu haben? Die haben einiges davon. Also es gibt gewisse Preise, die man kriegen kann. Sei es der Film selber natürlich in verschiedenen Variationen, auf DVD als Download oder halt auch die Originalgeschichte, das Originaldrehbuch, Poster, Filmrequisiten, was auch sehr cool ist. Und da wir jetzt einen richtigen Special-Make-up-Artist dabei haben, sind die Filmrequisiten, glaube ich, sehr gut. Also wenn man so eine abstauben kann, ist das, glaube ich, nicht schlecht. Ich weiß gar nicht, ob ich sie rausgeben würde, aber ich muss erstmal gucken. Aber ich glaube, die wären schon ziemlich cool. Ja, wie gesagt, das sind Preise, die kann man halt auswählen. Wenn man als Beispiel 10 oder 15 Euro spendet, kriegt man dann die DVD plus Download oder was auch immer. Also es ist schon, man kann schon ganz coole Sachen mitnehmen. Es ist auf jeden Fall für den Spender Vorteil und für uns natürlich auch, weil wir unser Projekt dann finanzieren können. Ne? Wir blenden jetzt dann auch die URL dann mal ein, also für alle von euch, die das Interview jetzt hier sehen und sagen, jo, finde ich klasse, möchte ich eben auch unterstützen. Macht diese URL auf, klickt drauf und ja, spendet was, damit wir halt hier einen schönen Horrorfilm dann geboten bekommen. Wenn wir stattdessen jetzt in andere europäische Länder schauen, nach Frankreich, nach Spanien, da sieht die Situation ja ganz anders aus. Da gibt es eigentlich jedes Jahr gute Genrefilme. Was meinst du, warum ist es in Deutschland so, dass es der Horrorfilm hier so schwer hat? Ja, also wie gesagt, schon so Frankreich und Spanien, die produzieren unglaublich gute Filme. Ich war ja einigermaßen beteiligt an Filmfestivals, wo ich mir verschiedene Filmprojekte angeschaut habe, wo ich die bewertet habe und ich war jedes Mal erstaunt. Auch die Franzosen und die Spanier vor allem auf die Leinwand bringen. Ich finde es schade, dass Deutschland so reagiert und ich weiß auch nicht, warum das so ist. Wir produzieren halt viel solche Thriller, Tatortformate, diese Kühlen, alles was so mit ein bisschen Krimi zu tun hat, dafür lebt Deutschland. Für Comedy sind wir auch nicht, glaube ich, so geeignet, was ich aber nicht verstehe. Wir haben tolle Produktionen, ich habe auch schon schöne Filme gesehen. Ich weiß aber nicht, warum der Markt sich da so hat, auch bestimmte Leute zu unterstützen oder finanzielle Hilfe anzubieten, damit halt vor allem junge Künstler, die gerade aus dem Studium rauskommen und sich versuchen, auf diesem Markt halt zu behaupten, dass man denen das so schwer macht. Na, es ist auch, also den genauen Grund weiß ich jetzt, kann ich jetzt nicht sagen. Also es kann viele Ursachen haben. Also ich persönlich verstehe es nicht, weil ich sehr viele Leute kenne, die dieses Genre halt gut finden. Also Freundeskreis oder wer auch immer. Also es gibt massenweise Leute, die das eigentlich gut finden. Deswegen ist es komisch, dass es hier so wenig produziert wird. Ich finde es schade, dass es wenig unterstützt wird, auch jetzt von größeren Firmen oder wem auch immer. Man muss natürlich sagen, es gibt auch deutsche Sachen, es gibt sehr viel Trash, was ich persönlich nicht schlecht finde, aber meiner Meinung ist, man kann trotzdem sehr viel Blut, sehr viel Trash mit reinbringen, aber auch trotzdem coole Charaktere haben und eine geile Story. Und viele Trash-Sachen sind halt so, ja, die Story ist halt so nebenbei, aber Hauptsache es gibt ein bisschen Blut und sowas. Vielleicht ist das so ein Markenzeichen für deutsche Filme, dass gleich gesagt wird, nee, Horror und Deutschland ist nicht so, das passt nicht, aber es ist nicht meine Meinung, ist jetzt vielleicht einfach nur eine Ansicht von diversen Leuten. Mag ein Grund sein, muss nicht. Ich kenne auch viele gute deutsche Filme, aber ja. Es ist auf jeden Fall schwierig in Deutschland. Ich weiß jetzt keine genaue Antwort, warum es so ist.
so schade, dass Deutschland so reagiert. Und was mich halt noch stört, ist, dass wenn oftmals kein Name dahinter steht, hinter diesen Projekten, jemand Großes, ne, gemerkt, dass das dann, ja, das ist halt gar nicht in Betracht gezogen wird, dieses Projekt überhaupt zu unterstützen. Und das finde ich schade, weil wie sollen denn neue Leute halt vor die Leinwand oder auf die Leinwand treten, wenn es halt nicht die Möglichkeit gibt, in solchen Filmen halt gesehen zu werden oder auch in anderen Produktionen, unabhängig vom Horrorfilm. Ja, man hat nun mal nicht immer das Glück, dass Till Schweiger der Papa ist. Obwohl es vielleicht schön wäre, Till. Aber nein, du bist es nicht geworden. Deshalb muss man halt zusehen, dass man das alles selber auf die Beine stellt. Wobei ich glaube ja, dass also auch durchaus im Independent-Film eine Chance liegt. Das Blöde ist natürlich, dass man immer wirklich so on a shoestring, also mit einem Mini-Budget irgendwie auskommen muss oder so, oder dass viele irgendwo ehrenamtlich arbeiten müssen, dass man wirklich irgendwie auf Hilfe angewiesen ist und es manchmal gerade schafft, die Fahrtkosten zu bezahlen, aber jeden halt adäquat zu bezahlen, irgendwie dann oft nicht geht. Aber das Tolle ist natürlich, dass das, wenn Leute es trotzdem machen, machen sie es dann irgendwie halt mit Leidenschaft. Ne? Wobei... Nicht überall. Es ist halt schade, dass der Beruf nicht geschützt ist, muss ich dazu sagen. Also ich habe das ja auch studiert, 3,5 Jahre, und wir haben leider keine Gewerkschaft, die das richtig, die dahinter steht, die sagt, okay, wir müssen da ein bisschen schauen. Das ist halt ein großes Problem auch hier in Deutschland. Normalerweise müssten wir auch mit dem Mindestlohn mindestens vergütet werden, was ja auch nicht gemacht wird. Selbst in großen Kinoproduktionen, in Werbeproduktionen läuft man teilweise sein Geld hinterher als Freiberufler, und das darf nicht sein. Nee, natürlich nicht. Wir lieben unseren Beruf, wir machen das auch gerne und wir machen das auch mit Leidenschaft, aber wir können halt nicht von Luft und Liebe leben. Und wir haben uns diesen Beruf bewusst ausgesucht, um halt andere Menschen Sachen zu zeigen, diese zu verkörpern, um Gefühle auszudrücken. Und diese Kunst des Schauspielens ist nicht einfach. Man denkt vielleicht, das ist nicht schwer, sowas zu machen, aber da gehört mehr dazu. Wir müssen Texte lernen. Es wird kurzfristig umgesetzt. Das heißt, pass auf, die Szene 5, 6 gibt's nicht mehr. Machen jetzt 8, 9, 10. Und man steht da und denkt, oh mein Gott, ich habe den Text nicht gelernt. Und man muss schnell agieren können. Es ist eine Kunst, sowas zu machen. Wir spielen Personen, indem wir uns, wir müssen uns reinversetzen, ja. Egal, ob man ein Opfer spielt, Vergewaltigungsopfer, eine Krebskranke oder eine Frau, die gerade ihr Kind verloren hat. Das sind Emotionen, die muss man hervorrufen, und man identifiziert sich damit. Und das geht auch einem selber an die Psyche. Und es ist schade, dass man das nicht wertschätzt. Ja, und es wird, glaube ich, auch immer weniger wertgeschätzt, eben auch durch diese ganzen verkackten, sag ich mal, Reality-Formaten. Ja. Wo also auf Teufel komm raus irgendwie ein Typecasting gemacht wird, oh, hier der dicke Typ oder die dicke Frau und der hier und boah, der sieht ja assi aus, den lassen wir einen Obdachlosen spielen und so. Und dann werden diese Reality-Formate, ich kann die nicht ertragen. Also wenn ich mal beim Zeppen irgendwo drüber stolper, schnell weiter, weil das Ganze ist ja so... schlecht? Ja, also auch... das ist grottenschlecht. Ich muss, ja, wir Schauspieler, auch ich bekomme diese Anrufe von solchen Formaten, ja. Dann fragt man, möchtest du nicht spielen? Und wenn ich dann die Gage höre, ja, für solche Formate, falle ich aus allen Wolken, weil das ist wirklich ein Hungerslohn teilweise. Und es sind Produktionen, man schämt sich dafür. Ja, ja. Ich muss auch dazu sagen, es gibt Schauspieler, wir müssen das da auch teilweise machen, oder wir müssen diese Rollen annehmen, damit wir überhaupt Geld verdienen. Ganz ohne geht's nicht, wir tun es nicht gerne, und ich glaube auch, dass viele Schauspieler es vielleicht auch unangenehm ist, in solchen Formaten gesehen zu werden. Aber was bleibt uns anderes übrig? Wenn wir nicht finanziert oder bezahlt werden, müssen wir halt in solchen Formaten mitspielen. Und natürlich sind die Kosten günstig. Nicht die Formate. Nein, Darsteller, die möchte gern Schauspieler, die auch keine Ausbildung haben. Die sind preisgünstig einzukaufen. Wir müssen nach Tarif bezahlt werden für solche Formate. Ja, klar. Ich muss ja gestehen, ich habe selbst auch dreimal gemacht. Ich war jung und brauchte das Geld. Also von unserer Seite eben wünsche ich dir alles Gute für das Projekt. Ich klopfe auf Holz. Dankeschön. Und ja, vielen Dank für das Gespräch und allen Leuten, die zugehört haben. Macht ein paar Kröten locker und unterstützt dieses tolle Projekt. Dankeschön.
Ich danke dir fürs Interview. Auf jeden Fall auch. Ne?